Willkommen zurück bei Diablo 3. Sorry, falls das gerade doppelt war. Bisschen zu früh losgequatscht. So. Wir sollen die Ruinen von Corvus jetzt auch noch finden. Oh. So, hier unten können wir wieder schön leveln. Haben immer noch doppelte EP-Leiste. Durch den Brunnen der Reflexion aus der letzten Folge. Und auch so gibt es hier unten endlich mal wieder Gegner, die ein bisschen EP auch geben. Oh. Verbrennt im Licht. Komm schon. Was gibt es? 71 Gegner? Wo kommen die denn alle her? Nice. Stufe 60 erreicht. So, schön. Gerechtigkeit. Heiliger Blitz. Schleudert einen Blitz aus heiliger Energie, der euch und eure Verbündeten heilt, wenn er einen Gegner trifft. Warum immer so viel mit Heilung? Gesegneter Schild. Pracht. Erhaltet 1,5% Stärke für jeden Edelstein, der in eure Ausrüstung gesockelt ist. Das ist ja nicht schlecht. Das wären jetzt zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9% Stärke. Hier oben, 9% Stärke. Das wären nochmal knapp 300 Stärke mehr. Auch nicht schlecht, ne? Aber ich habe jetzt keinen sinnfrei oder sinnvollen freien Runenplatz. Erst ab Stufe 70 gibt es den letzten. Das können wir uns mal vormerken. Das klingt nicht schlecht. Vielleicht kann er jetzt auf Stufe 60 auch mal was droppen. Zum Beispiel ein Grund der Reflexion. Zum Beispiel... Leerer Fokus. Überlastet. Okay. Was würde ich sagen? Hier so ein Atem des Todes, was wir brauchen, um den Schmied weiter aufzuwerten. Okay, wir kehren erstmal in die Stadt zurück. Wieder die Sachen zurückschmieden, verwerten lassen. Hast du noch mal was für uns? Hatte der nicht irgendwie Stufe 60 was? Könnte der nichts auf Stufe 60 herstellen? Ach verdammt, geht halt noch nicht, ne? Hier, Atem des Todes. Hm. Ein Gürtel, vielleicht ein Gürtel. Armschienen sind noch aus von 51. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Brustschutz auch 51. Ja, dann mach mal einen. Super. Beinschutz, nicht Brustschutz. Das ist egal. Hier ist Brustschutz. Ne, das muss besser gehen. Genau. So zum Beispiel. Wieso verwertet der hier den hier nicht? Nicht wiederverwertet werden, weil ich das selber hergestellt habe, aber eigentlich nicht. Handschuhe Stufe 57. Mal schauen.
Ah, verdammt. Okay, uns fehlt jetzt auch einiges, um weitermachen zu können. Okay, können wir das bloß verkaufen? Also, was braucht ihr? Okay, weiter geht's. Durchgang nach Corvus, weiter. Ist der Sockel noch leer? Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ich Idiot. Trotzdem besser. Ja, wir lassen den mal drin, den wir haben. Der regeneriert einiges an Leben. Die Ruinen von Corvus. Ihr könnt mir anschließen, wenn es vollendet ist. Ihr werdet sie töten, nicht wahr? Den Eingang zur großen Halle finden. Oha. Noch nicht. Das sind gar keine Elite-Gegner. Die sahen gerade so blau aus. Schade. Hat mal wieder Zeit. Für einen legendären Drop. Ah, hier oben. Oha. Fuck. Fast nicht gesehen, dass sie explodieren. Oh, super, Stufe 61. Ich wusste, dass es hier Ruinen gibt, hatte aber keine Ahnung, dass sie aus der Zeit der Nephalem stammen. Ah, Bombardement können wir jetzt machen. Geil. Da bin ich gespannt drauf. Das soll ja wirklich ganz gut sein. Was nehmen wir denn dafür mal raus? Fordert einen Belagerungsangriff aus der Ferne an, wodurch einen kurzen Zeitraum Kugeln aus brennendem Pech und Stein auf Gegner geschmissen werden. Okay, in eurer Nähe niederfallen. Das komische Gebot der Tapferkeit. 60 Sekunden Abklingzeit. Was gibt's denn da noch? Fässern? Dornschaden. Das hattet ihr in dem Video auch, dann die Fässer. Der Einschlag hat eine erhöhte kritische Trefferchance. 60 Sekunden Abklingzeit, das ist natürlich hart. Na, wir testen das mal. So, hier zum Beispiel. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. In Verbindung mit unserem Special Move. Das
der Albert hier rum. Hier. Okay, das Schild wird der Wilder Templer auch nicht. Von mir aus. Jawohl. Oh, super, noch ein paar Elite-Gegner. Bom, bada, bom. Boom, und Explosion. Kam die schon? Ich hab's gerade gar nicht mitgekriegt. Verdammt. Huch, einer noch. Ah, neuer Ring. Oh, super. Auch gut. Schnauze. Noch nicht bereit. Fleischschamane. Noch nicht. Noch ein Schwurf. Kronenschwurf. Ah, schade. Na, die Routen hier unten mag ich echt. Das gefällt mir. Kann man sich schön durchholzen. Gänge nicht ganz so eng. Gegner sind trotzdem einige da, immer wieder. Oh, ein Brunnen der Reflexion. So, Bombardement. Ah ja, jetzt kam es, okay. War echt jetzt unter dem Stein. Wo hat er die denn hergeholt, der Templer? War er wieder alleine unterwegs, ohne mich vorher zu fragen? Nanu, Balata. Noch nicht bereit. Macht euren Frieden. Jetzt. Brennt im Licht. Ich werde den Heiden das Licht Zakharums bringen. Hier im Osten verblasst seine Macht. Doch im Westen wird es stärker und glorreicher denn je neu entfacht werden. Und doch treibt mich ein weiteres Ziel an. Die verlorene Nephalem-Stadt Korvus liegt im Westen. Ich werde sie finden. Die verlorene Nephalem-Stadt Korvus. Ich weiß ja auch nicht, was es damit auf sich hat. Bombardement. Rums. Hoho, das haut echt gut rein.
Kleine sammelt das echt immer mal ein. Verbrennt im Licht. Oh, nice. Ja, da packen wir heute noch ein Level ab, wenn es so weitergeht. Heute ist nicht euer Tag. Es wäre schön, wenn Irena hier bei uns wäre. Ich meine, sie ist eine hervorragende... Da geht's rein, die große Halle. So, wer kommt? Wer will was? Adria! Der hat einfach mal doppelt so viel Leben wie der letzte Boss. Als der letzte Boss. Na super. Oh komm, jetzt kommt diese kleine Fleischmann. Ich komme hier gerade nicht raus, doch. Warte mal. Ja, das macht ganz gut Schaden, würde ich denken. So. Unter die Hälfte haben wir sie schon geprügelt. So, ein Viertel hat sie nur noch. Die holt jetzt wieder Leute da hinten raus, ne? Ja. Nicht genug Zorn. So. Okay. Nochmal Bombardement und dann war's das. Nice. Jetzt haut die alte Affen da ab. Oh, Gott sei Dank. Yato wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen. Was? Stufenanforderung um 16 reduziert. Um 16. Um 16. 16! Warum? Macht aber deutlich mehr Schaden, Alter. Krass. Das ist abgefahren. Bevor sie starb. So, zurück in die Enklave, da wollte ich jetzt eh hin. Sorry, bin gerade ans Mikro gekommen. Puh, das ist natürlich nicht verkehrt. Ich wollte gerade sagen, wie kann in Stufe 42 schwer so viel Schaden machen? Können wir denn da noch was ändern? Das ist ja nämlich, das ist ja albern. Nö. Wenn ich es mit Stufe 45 gefunden hätte, ja, da wäre es super. Da könnten wir noch einen Sockel oder Angriffsgeschwindigkeit oder Schaden. Das ist natürlich super. Stärke ist schon fast beim Maximum. Hier würde auch noch ein bisschen mehr gehen. Ich würde sagen, Stufenanforderung ist natürlich Quatsch. Nehmen wir das mit den Abklingzeiten. Moment, jetzt müssen wir erst was kaputt machen gehen, bevor wir es nochmal versuchen dürfen. Na gut, können wir es noch viermal probieren. Sofern das Geld reicht, aber das dürfte.
Oh, super Angriffsgeschwindigkeit um 5%. Mal schauen, was das ausmacht. Wir sind bei knapp 57.000. 60. Ja, super. Lassen wir es so. Nice. So, mit Tyrael sprechen. Das tun wir doch sofort. Achso, gab es nochmal irgendwo was Neues? Himmlische Vollstreckung, Himmelsfuror, Himmelsfeuer. Nö. Es scheint, dass das Tor des Wahnsinns. Was passiert hier? Zerstört das Tor! Die Nymphalen ist hier. Gut. Mait Lamiel. Gesockelter Ring. Oh. Bin flott. Ach, lebt noch. Imperius. Ja, eine geile Rüstung. Bei uns sieht es gerade ein bisschen durcheinander aus, aber trotzdem ganz nett. Das Schild ist ja fett, das sehe ich ja jetzt erst. Oh, nicht verkehrt, ne? Pfad des Krieges. Blaue Waffe, was? Fuck, was? Warte mal, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen. Ach ja, das ist jetzt eine Zweihand. Oh, so, sorry. Nochmal plus 37 Schaden, um Gottes Willen. Von mir aus. Pff. Lol. Okay, das ist abgefahren. Damit hätte ich nun nicht gerechnet. Aber warum nicht? Das Angebot nehme ich natürlich gerne an. Nicht weit von hier befindet sich ein. Nicht weit von hier. Boah, was ist denn hier los? Ah, okay. Machen wir das Ding hier weg. Ja, ah, der Kleine hat es wieder genommen. Mir kam es halt vorhin mal so vor, als ob der irgendwann eine Waffe einfach so ausgespuckt hatte, eine gelbe. Vielleicht muss der eine bestimmte Anzahl an weißen und grauen Items sammeln und gibt mir dann mal was, wenn ich Glück habe. Huch. Litur! Helmchen! Jetzt können wir wirklich anscheinend bei jedem blauen Gegenstand hinschauen. Ab 61 sind die tatsächlich wieder sehr, sehr gut. Ja, okay, der Helm jetzt vielleicht nicht. Belfegur! Alter Elite-Gegner! Mach mal nicht so einen Wind hier. Duftige Spitze! Ah, schön! Oh, plus 253% bei unserem Templer. Oh Gott. Ah, nicht schlecht. Oh, hier. Geil, das neue Schwert. Fett, ne? Da ist er ja. Ruhe. Das wäre auch zu viel verlangt.
Wieder was Besseres? Oh Gott, das ist nicht viel schlechter, Alter. Alter. Sieht denn aus, wenn ich da so einen Sockel reinhaue? Weiß nicht, ob das viel ausmacht. Nee, okay. Den kriegen wir aber wieder. Also den Edelstein, ich sage immer Sockel. Den Edelstein. Gut, ich würde sagen, wir machen hier für heute Feierabend. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bin gespannt, was wir jetzt noch für tolle Waffen hier finden werden. So, schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.